Okay, jetzt müssen wir den Rüdiger hier endlich mal einfangen. Was haben wir gelernt? Du hast gar nichts gelernt. Wir haben gelernt, dass der Hänsel ein Lehrer ist, der richtig doll Freude empfindet, kleine Kinderchen zu verprügeln. Und ich meine, der Hänsel kann ja so Wiederbelebungszauber. Ich wette, der ist nicht nur Lehrer, der ist auch Priester. Dann können wir uns ja denken, dass sich Kinder bei ihm nicht wirklich wohlfühlen. Aber ich meine, bei ihm fühlt sich niemand wohl, also ist es wohl egal. Wobei, ich möchte mal anmerken, dass Mr. Applewood ein kompletter Fehlschlag war, weil der wurde ja angeheuert, als die Lehrerin Probleme hatte, die doch etwas kräftigeren, älteren Farmerjungen unter Kontrolle zu bekommen. Also jetzt nicht hier Farmer von Pharmaindustrie, sondern halt von Pharma-Sohn eines Farmers, ER am Ende. Und Mr. Applewood hat einfach da nur geepic failed, weil der konnte die auch nicht unter Kontrolle bringen. Die Prügel, in Anführungszeichen, weil der hat den ja eigentlich immer nur im Lineal so auf die Handflächen oder so geschlagen. Und das hat denen gar nichts ausgemacht, wie sie ihm offen ins Gesicht gesagt haben. Aber jemand so, nein, bleib mir vom Leib. Ja, geh da rein und nimm dir den vor, wer auch immer da jetzt drin wohnt. Ja, gut, so bleib da erstmal hängen. Und ich kämpfe mich hier außen jetzt vor. Da war Rüdiger aber auch among das. Ich will nicht mehr! Dann rate ich dir! Halt die Schnauze, du Pädophiler! Auf jeden Fall, diese ganze Jagd hat uns nur den Beweis erbracht, dass Hänsel ein pädophiler Mistkerl ist, aber was soll's? Ich will einfach mir hier nur noch den Rüdiger schnappen und mal wieder sind wir an dem Among vorbei. Und wo ist jetzt der Originale und vor allem, wo ist Rüdiger? Und mal wieder klappt hier bei dir gar nichts. Wo zum Teufel sind die? Ich kämpfe mich hier einfach mal unten. Ganz offensichtlich rennst du in dieses Fettnäpfchen. Was kein Näpfchen ist, sondern ein so offensichtlicher Teich, dass er selbst ein Elefant à la Benjamin Blümchen problemlos dran vorbeilaufen könnte. Okay. Das war das Haus, wo ich auch nicht rein wollte. Ich versuch's auf jeden Fall weiter. Aber um es hier nochmal zu betonen, jemand wie Mr. Applewood hätte hier in Stoffirland definitiv für Disziplin gesorgt. Das einzige Privileg, das Mr. Applewood hätte, wäre, dass ihn einfach jemand wie Among in Ruhe lassen würde. Und bleibt mir alle beide vom Leib, ihr. Hey, sie tun's. Genau wie hier Superman bei Dr. Slump, wo auch er ein bisschen überrascht war, als er zumindest mal den Anschein hätte, dass jemand auf ihn hört. Wenige Sekunden später stellte sich dann heraus, nö, hier, ich demoliere einfach mal eine Telefonzelle,
um zu zeigen, wie kacke du bist und wie überlegen. Ah! Ich bin aber für die paar Sekunden, dachte er, er hätte Autorität. Und was mache ich hier jetzt? Ich weiß es nicht. So. Oh nein, 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 nein. Na doch, doch, wir schaffen es zu. Rüdiger. Mal wieder. Wo rennt der denn jetzt hin? Ich trau mich ja da nicht ans andere Ufer, weil da ist der richtig turbomäßige Amon. Ja, und da ist der Amon, der dich jetzt einfach nur erwiegt. Kann doch jetzt hier nicht so weitergehen, oder? Auf jeden Fall wenigstens hält der Hänsel sein. Also das Ganze. Hänsel, jetzt halt deine Klappe! Was glaubst du, wie ich diese 10 Sekunden genossen habe, wie du einfach mal still warst? Oh, ich gehe da rein, ich will einfach nicht mehr, ich will einfach nur noch hier schaffen! Kommst du hier rüber? Komm schon hier hoch, Mann! Und du hast es mal wieder zu Rüdiger geschafft, aber das nützt doch nichts. Du hast keinen Plan, wie du weiter vorgehen wirst. Ich hab einen Plan, aber er würde dir nicht gefallen. Ah, kriegen wir dich hier rüber. So, und wo ist unser... Ach, da ist auch schon unser Turbo-Amon. Ah! Und meine Schlangenlinie hat sogar was gebracht. Siehst du, Hänsel, der kürzeste Pfad ist nicht immer der beste Pfad. Und das bringt dir jetzt was? Es bringt dir einen Freiflug aus dem Dorf innerhalb von 10 Sekunden. Du hast so viel meiner Lebenszeit verschwendet. Kannst du da nicht endlich mal abnippeln? Ich meine, du bist doch schon so ein alter Sack. Und so, 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 ja, ja. Also, weißt du was, Hänsel? Ich weiß, hier ist jetzt sehr viel Zeit vergangen, aber wenn du, nachdem ich diese Aufgabe geschafft habe, an Altersschwäche... Nicht labern, laufen! Wenn du am Ende an Altersschwäche krepiert bist, hat sich das Ganze... Und hier bei der... Kürzeste Fahrt, nicht nur der kürzeste, sondern auch der einzig richtige. Und die Wand ist keine Tür. Weißt du was? Ich freue mich schon da... darauf, wenn du an Altersschwäche abgenippelt bist, dann hat sich das nämlich voll gelohnt. Genau das soll mein Ziel sein. Der Hänsel soll an Altersschwäche draufgehen. Und...
und nie und verwagen. Ja, renn in das Haus rein, wo du ihn doch schon da aus dem Weg hattest. Wie blöd bist du eigentlich? Aber es bestätigt sich mal wieder, dumm fickt gut. Wenn es ist zum Glück nicht möglich, dich noch mehr zu hassen, Hänsel. Was gibt es da zu lachen? Du hast sicherlich jetzt schon eine Stunde unserer aller Leben. Aha. Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder. Weinen ist hier die einzig korrekte Antwort. Nicht nur, dass du gerade mal wieder erwischt wurdest. Nein. Du hast eine Stunde unserer aller Lebenszeit verschwendet. Mit nichts. Außer in diesem Kacknest hier rumzulaufen. Und. Ich will nicht mehr. Da oben ist der eine und wo ist der andere? Okay. Aber man. Ich hab ihn ausmanövriert! Und er starrt gerade komplett in die entgegengesetzte Richtung. Aber die sind echt ein bisschen blöd in der Birne. Ja, wer im Glashaus sitzt, was glaubst du, wie oft du schon irgendwo gegengelaufen bist? Bin ich hier los? Vielleicht wird das ja doch noch was. Wo ist Rüdiger? Und ich scheiße jetzt auf den da oben. Wo ist Rüdiger? Ein bleib weg! Ich gebe nicht auf! Ich kriege Rüdiger! Ich kann dir einen guten Tipp geben. Ach ja, pass mal auf, Hänsel, nach deinen Vorbildern. Wie hier Mr. Applewood, die so großartige Praktiken haben, wie man darf nicht mehr radieren, wenn man etwas hingeschrieben hat, weil das böse ist, kannst du mir gar nicht sagen. Natürlich, man soll zu seinen Fehlern stehen und sie das Leben lang mit sich rumschleppen. Hat man 2 plus 2 einmal gleich 5 gesetzt, soll es auch so für den Rest des Lebens bleiben. So und wo. Also die sind jetzt alle irgendwo da unten. Ich schleich mich ja mal ganz heimlich dran vorbei. Und da ist... Also ich kann dir hier wirklich einen guten Tipp geben. Ich gebe dir auch einen Tipp. Wenn du auch ein Verfechter bist, der kein Radiergummi-Benutzergruppe, dann kann man dir ruhig all die Radiergummis in die Fresse stopfen. Dann kannst du wenigstens einmal die Schnauze halten. Ich versuch noch mal hier zu. Du versuchst einfach nur zu failen. Hier noch mal rein. Ich hol uns wenigstens noch eine gute Ausgangsposition fürs nächste Mal.
Nein, unsere Ausgangsposition ist wieder einmal hier. Aber beim nächsten Mal, da verspreche ich euch, ich schaff das. Trivial, nein!